Heute, meine sehr geehrten Damen und Herren, geht es um den neuen Geschäftsführer beim Verband Erzgebirgischer Kunsthandwerker und Spielzeughersteller. Es geht um die Löhne bei uns im Erzgebirge und vieles mehr. Hier ist das Mittelerzgebirgsfernsehen, hier ist Megional, die täglich aktuelle Nachrichtensendung mit den Meldungen aus unserer und für unsere Region. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben und wieder mit dabei sind. Wir haben Donnerstagabend am 29. August. Herzlich willkommen, guten Abend und Glück auf. Ja, gestern trat der neue Geschäftsführer vom Verband Erzgebirgischer Kunsthandwerker und Spielzeughersteller seinen Posten an. Frank Langer hat sich in Seifen für Sie mal umgesehen und umgehört. Die Branche der erzgebirgischen Kunsthandwerker und Spielzeughersteller ist im Umbruch. Gestern tagte der Verband im Hotel Wettiner Höhe im Kurort Seifen. Dort ging es um die künftige Ausrichtung, aber auch um den Geschäftsbericht des vergangenen Jahres. Dieter Uhlmann führte seit der Gründung die Geschäfte des Verbandes. Er übergibt die Aufgaben nun in jüngere Hände. Mit einem lachenden und weinenden Auge. Ja, mit einem weinenden Auge. Sicherlich war jetzt eine wichtige Periode für mich. Anfang nächsten Jahres zu Ende geht als Geschäftsführer des Verbandes. Das sind ja dann 25 Jahre, die ich es gemacht habe. Oder sogar dann 26. Und aber auch mit einem lachenden Auge, dass man ja vielleicht dann doch etwas mehr Zeit für sich selbst hat. Wie sehen Sie denn diese 25, dann 26 Jahre? Also unterm Strich als erfolgreich an. Ich meine, wir hatten damals, als ich als Geschäftsführer des Verbandes angefangen habe, 1994, die Situation, dass wir uns erst noch mal in einer gewissen Findungsphase noch waren. Und das haben wir jetzt, wir haben uns stabilisiert. Es sind ständig neue Herausforderungen gekommen. Wir haben viele Dinge etabliert und wenn ich dann die Verbundausbildung Holzspielzeugmacher denke, aber auch dann später unter Zeitschrift, die Marketingkampagne, die Auszeichnung Tradition und Forum, die Gründung des Fachhandelsrings, Erzgebirge Volksgut und so weiter. Ich will jetzt nicht alles aufzählen. Also insgesamt war es eine erfolgreiche Geschichte, wobei wir immer wieder vor neuen Herausforderungen standen und auch jetzt auch stehen. Friederik Günther, in einer traditionsreichen Spielzeugmacherfamilie aufgewachsen, wird künftig die Geschicke leiten. Das Wichtigste für mich ist eben als erstes, was beibehalten wird, ist die Qualität der Produkte, die Qualität auch des Fachhandels, alles was damit zusammenhängt. Da ist in den letzten Jahren viel Gutes passiert, das wollen wir so lassen. Wichtig, was sich jetzt ändert, ist eine bessere Außenwirkung des Verbandes, sowohl für den Kunden als auch für allen anderen Teilnehmer, auch für die Politik. Also wir wollen da bessere Akzente setzen. Da ist in den letzten Jahren, es ist ein kleines bisschen eingeschlafen, es gab eben eine große Marketingaktion, die ist schon 10 Jahre her. Da wurde zum Beispiel auch das letzte Mal die Webseite richtig aktualisiert. Also 10 Jahre in der jetzigen Zeit für eine Webseite ist ja quasi Steinzeitalter. Das ist ja nur ein ganz kleines Stück, aber ist ein Beispiel. Wir sind eben ganz konkret jetzt dran, eine komplette Standortkampagne zu initiieren. Da haben wir jetzt auch schon den ersten kleinen Baustein losgetreten. Und ja, das wird quasi das Ziel sein, das Erzgebirge voranzubringen. Da geht es um die ganze Branche. Also es geht nicht nur um die Produkte besser zu verkaufen, auch um die Facharbeiter hier zu binden, um neue zu gewinnen, neue Auszubildenden zu gewinnen und auch allgemein das ganze Erzgebirge attraktiver zu machen. Der 33-Jährige hat Tourismuswirtschaft in Breitenbrunn studiert, hat einige Jahre das Erzgebirge beruflich verlassen, kehrte aber wieder in die Heimat zurück. Also es gibt halt immer eine Zeit im Leben, das war bei mir eben Anfang 20, wo man erstmal raus möchte. Das ist ja auch wichtig, also äußere Einflüsse zu sehen. Geht mir jetzt auch eben so, dass ich ja das Erzgebirge auch deutschlandweit, weltweit vertrete und dann hat man schon mal ein paar Einblicke gewonnen. Es geht ja auch um Erfahrungen, es geht ja auch um Fähigkeiten vielleicht, die man sich woanders auch mal holen kann. Wichtig ist aber, seit letztem Jahr bin ich wieder direkt zurück nach Seifen gezogen und ja, einer dieser berühmten Rückkehrer. Es gibt einige Herausforderungen, die auf den neuen Geschäftsführer warten. Ja, ich glaube, das wichtigste Problem ist die Fachkräftesicherung für unsere Branche. Über den Berufsnachwuchs und so weiter. Wir haben ja wie alle aufgrund der demografischen Situation in den nächsten Jahren einen verstärkten Abgang von älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Was ist das Besondere an dieser Branche? Sie sind ja selber quasi reingewachsen in das Ganze. Ja,
Ja, also man hat halt einen hohen Eigenanteil, eine hohe Eigenverantwortung, aber man kann sich halt auch entfalten. Also es gibt, glaube ich, keine Branche, es ist ja auch wirklich einzigartig. Das wird ja nur hier bei uns direkt in Seifen über die Holzspielzeugmacherschule ausgebildet. Und man hat ja vom Tag 1 sozusagen die Möglichkeit, eigene Produkte zu gestalten. Es setzt sich auch durch. Also wer auch gute Ideen hat, der kann das alles auch weiterentwickeln, eine eigene Produktserie entwickeln, auch wenn man vielleicht jetzt nur, sag mal, Angestellter ist. Das wird von den Unternehmen sehr gut aufgenommen und man hat natürlich auch die Chance, irgendwann vielleicht selber eine Firma zu führen. Nun gehen die Geschicke in jüngere Hände. Was geben Sie Ihrem Nachfolger mit auf dem Weg? Ja, vor allem, dass er versucht, oder eigentlich als Aufgabe nicht nur versucht, sondern auch die Werte, die wir als erzgebirgisches Kunsthandwerk haben, zu bewahren und weiterzuentwickeln. Und natürlich auch, dass er, vielleicht kann ihm das auch besser gelingen als mir, versucht, den Verband noch breiter aufzustellen. Wie geht's beim Herrn Ullmann weiter? Wird er sich gänzlich zur Ruhe setzen oder wird er der Branche erhalten bleiben? Nein, ich habe nicht vor, mich gänzlich zur Ruhe zu setzen. Ich werde auch heute erneut für die Mitgliedschaft im Vorstand des Verbandes kandidieren und werde dann meine Erfahrung dort mit einbringen. Darüber hinaus bin ich ja in zahlreichen Vereinen hier in der Region tätig und so weiter. Also die nächsten Jahre werde ich hier auf alle Fälle noch präsent sein. Also ich wünsche eben, dass es besser aufgenommen wird. Wir haben immer ein paar Sachen, so ein paar Termini, die auch manchmal vielleicht vor der Presse so verwendet werden. Ich denke jetzt hier an Löffelschnitzer oder Mendelmacher. Das sind so ein paar Sachen, ja gut, das nimmt man vielleicht mal mit, aber man muss sich halt sicher sein, dass wir Premium-Produkte produzieren. Und dass das nicht irgendwie auf dem Ramschtisch landet und dass wir eben dafür stehen, dass die Qualität erhalten bleibt und dass das auch besser wahrgenommen wird. Vor allem, dass die Handarbeit mehr geschätzt wird beziehungsweise erstmal richtig begriffen wird, was das eigentlich heißt und warum deswegen eben auch der Preis zustande kommt. Zur Verbandstagung wird am 28. August der künftige Geschäftsführer Frederik Günther den Mitgliedern das erste Mal vorgestellt. Gehälter steigen um 3,9%. Laut Angabe des Statistischen Landesamtes sind die Löhne im Erzgebirgskreis im Jahr 2017 um 3,9% gestiegen. In keinem anderen Landkreis Sachsens wuchsen die Gehälter stärker. Dennoch liegt der Erzgebirgskreis mit einem durchschnittlichen Pro-Kopf-Verdienst von 25.550 Euro am Ende der Lohnskala. Im Landesdurchschnitt werden 28.921 Euro gezahlt. Zwischen 2010 und 2017 sind die Löhne und Gehälter sogar um 25,1% gewachsen. Die höchsten Löhne werden im Erzgebirgskreis im Bereich des öffentlichen Dienstes sowie dem Bildungs- und Gesundheitswesen gezahlt. Hier lag der Durchschnittsverdienst bei 28.613 Euro. Auf dem zweiten Platz folgt das produzierende Gewerbe mit 27.508 Euro. Schlusslicht ist der Bereich Handel, Gast, Gewerbe und Verkehr mit 19.490 Euro. Alexander Kraus, Mitglied des Bundestages, sagte dazu: Es ist erfreulich, dass wir eine Aufholjagd bei den Löhnen und Gehältern bei uns im Erzgebirge erleben. Wer gute Fachkräfte haben möchte, der muss sie auch fair bezahlen. Wenn wir als Wirtschaftsstandort attraktiv sein wollen, wenn wir Fachkräfte auch von außen gewinnen wollen, dann brauchen wir ein anständiges Lohnniveau, wo es sich eben auch lohnt, als Fachkraft dann ins Erzgebirge zu kommen. In diesem Jahr begehen wir ein besonderes Jubiläum. 30 Jahre Mauerfall, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und das bedeutet 30 Jahre Geschichten, Geschichte und Erinnerungen. Wir bereiten zu diesem Thema eine Ausstellung vor. Und alles Weitere können Sie dem Folgenden entnehmen. Liebe Zuschauer, wir würden uns freuen, wenn Sie zu Hause mal auf die Suche gehen. Auf die Suche nach Produkten aus der ehemaligen DDR. Im November 1989 begann die friedliche Revolution. Das veränderte vor 30 Jahren nicht nur politisch ein ganzes Land. Auch das Konsumverhalten der Bürger wurde durch die neuen Möglichkeiten auf den Kopf gestellt. Früher Unerreichbares war plötzlich zu haben. Die alten Waren aus sozialistischer Produktion nun nicht mehr gefragt. Uns interessiert, welche Schätze aus der damaligen Zeit besitzen Sie noch? Haben Sie vielleicht auch eine ganz persönliche Geschichte, die Sie damit verbinden? Melden Sie sich einfach bei uns unter 03735 266 270 oder per E-Mail unter megional@mef-lein.de. Die besten Geschichten und Fundstücke präsentieren wir im November dieses Jahres im Rahmen des Grenzgänger 2019 in der Waldorf-Villa.
Die Montanregion Erzgebirge Gruschnek-Horschi ist bekannterweise Welterbe. Aber noch immer bedarf es einiger Informationen, was denn überhaupt zu diesem Welterbe gehört. Hier kommen wir ins Spiel. Wir möchten Ihnen an dieser Stelle mal einen Bestandteil genauer vorstellen. Die 1521 gegründete Bergstadt Marienberg verdankt ihre Entstehung reichen Silberfunden und wurde als Stadt am Reißbrett geplant. Der quadratische Grundriss, die Regelmäßigkeit und die Verteilung der Gebäude folgen den Grundsätzen der Idealstadt der Renaissance, die hier erstmals nördlich der Alpen zur Anwendung kam. Die Bergstadt Marienberg wurde 1521 nach den Entwürfen von Ulrich Rühlein von Koll mit quadratischem Grundriss und einem ungewöhnlich großen quadratischen Marktplatz erbaut. Das am Markt errichtete Rathaus wurde im Stil der Renaissance in den Jahren 1537 bis 39 erbaut. Trotz mehrerer Stadtbrände blieb das prächtige Portal aus dem Jahr 1538 erhalten. Die den Marktplatz umschließenden Bürgerhäuser besitzen zahlreiche dieser Renaissance-Schmuckportale. Die Stadtkirche St. Marien wurde 1558 bis 64 nach dem Vorbild der Stadtkirchen von Annaberg und Pirna als letzte große spätgotische Hallenkirche Obersachsens erbaut. Der Wiederaufbau nach dem Brand erfolgte zeitgemäß im Stil des Frühbarocks. Von den ehemals 5 in die Stadtmauer eingebauten Stadttoren ist einzig das 1545 erbaute Chopauer Tor erhalten. Eine Besonderheit stellt das sogenannte Lindenhäuschen dar, ein typisches, noch weitestgehend original erhaltenes Bergarbeiterwohnhaus, das zu den ältesten Häusern der Stadt Marienberg gehört. Bergmagazine im Erzgebirge waren eine Besonderheit in vielen Städten. Sie dienten der Versorgung der Bergleute und ihrer Familien, vor allem mit Lebensmitteln. Das Bergmagazin Marienberg entstand zwischen 1806 und 1809 als massiver, viergeschossiger Bruchsteinbau mit einem schiefergedeckten Krüppelwalmdach. Das Gebäude wurde später sowohl als Speichergebäude für das Militär als auch für gewerbliche Zwecke genutzt. In den Jahren 2002 bis 2006 erfolgte der denkmalgerechte Ausbau des historischen Bergmagazins zum deutsch-tschechischen Kulturzentrum. Das Marienberger Bergmagazin ist als einziges Bergmagazin im Erzgebirge weitestgehend im ursprünglichen Zustand erhalten. Bei Lauter finden sich Zeugnisse der Bergbaugeschichte, die bis ins 16. Jahrhundert zurückreichen. Beeindruckend sind die den Erzgängen folgenden, landschaftsprägenden Haldenzüge des Silbererzbergbaus. Zu den historisch bedeutendsten Gängen gehören die perlschnurartig aufgereihten Halden des Bauer Morgenganges und des Elisabeth Flachen. Jede Halde markiert den ursprünglichen Standort eines oder mehrerer Tagesschächte. Der Abstand der Halden orientiert sich an der Größe der damaligen Grubenfelder. Der Sommer 2019 schneidet bisher mit Rekordwerten ab. Temperaturmäßig geht er als heißester seit Beginn der Wetteraufzeichnungen in die Geschichte ein. Ja, dass der Sommer über der Mitteltemperatur liegt, ist aber kein Einzelfall. Wenn man mal in die Statistik schaut, dann fällt auf, dass die Sommer in den letzten 10 Jahren immer über dem Jahresmittelwert lagen. Aktuell hält das sommerliche Intermezzo bei uns noch bis Sonntag an. Heute Abend und in der Nacht zeigt sich der Himmel über unserem Sendegebiet leicht bewölkt oder wolkig und die zarte Sichel des Mondes und die Sterne sind relativ gut in den Wolkenlücken zu sehen. Außer in den Tallagen. Dort kann sich Nebel bilden und die Sicht trüben. Darüber hinaus kann es mit einer 90-prozentigen Wahrscheinlichkeit dann noch Regen geben. Der Schirm hätte, also wo es auftritt, wieder mal eine richtige Daseinsberechtigung. Ja, und hier jetzt noch die Nachttemperaturen.
In Olbernhau, Rungstockstraße, zeigen die Thermometer zwischen 16 und 18 Grad an. Die Marienberger im Dörfelgebiet können sich auf 15 bis 17 Grad einstellen. Und in der MZ-Stadt Zschopau bleibt das Quecksilber immerhin bei 17 bis 19 Grad stehen. Der Wind haucht dabei nur schwach mit um die 4 Kilometer pro Stunde aus Südosten. Morgen am Freitag gibt es einen kleinen Knick. Der Himmel ist schon von früh ab wolkig. Gegen Mittag und am Nachmittag zeigen sich dann auch mal größere Wolkenlücken. Die Sonne bemüht sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten und liefert bis zum Abend magere 3 Sonnenstunden ab. Später klart es dann noch auf und leicht bewölkt oder sogar wolkenlos geht's in die Nacht hinein. Ja, bei einem Niederschlagsrisiko von 85% müssen wir aber davon ausgehen, dass es morgen hin und wieder mal regnen kann. Ja, und auch bei den Temperaturen stagniert die Entwicklung oder ist sogar rückläufig. Auf gut Deutsch, es wird nicht mehr ganz so heiß wie bisher. Im Kurzeifen am Fuße des Schwartenbergs zeigen die Thermometer zwischen 15 bis 23 Grad an. Am Ambrosgut in Schönbrunn werden Werte von 16 bis 25 Grad erwartet. Aber die Höchstwerte im Sendegebiet gibt es in Waldkirchen unten am Ufer der Zschopau. 16 bis sogar 28 Grad stehen dort in den Anzeigen der Thermometer. Der Wind weht überwiegend schwach mit um die 6 Kilometer pro Stunde aus Nordwesten. Ja, liebe Zuschauer, und so geht es die kommenden Tage weiter. Hier ist der Ausblick aufs anstehende Wochenende. Am Samstag wendet sich das Blatt wieder. Der Himmel ist leicht bewölkt mit viel Sonne und ein paar Wolken. Die erfüllen aber nur einen dekorativen Zweck. 19 bis sogar 30 Grad sind im Bereich des Möglichen und der Wind dreht zurück auf Südwesten. Ja, und wird von dort leicht. Der Sonntag, ja, der beginnt sonnig und warm. Er endet aber mit einem Himmel voller Wolken, die auch Regen mitbringen. Temperaturmäßig gibt es nochmal 19 bis 30 Grad, aber das war's dann auch. Der Wind frischt auf und bläst in starken Böen aus westlicher Richtung und damit kommt dann kühle Luft zu uns. Tja, und was die für eine Rolle spielt, das erläutern wir morgen hier an dieser Stelle. Das war's nämlich erstmal aus dem Regionalwetterstudio. Ja, das war's dann auch vom Donnerstagsmegional. Und das bedeutet, dass wir auch schon wieder am Ende von unserer heutigen Ausgabe von unseren Nachrichten angekommen sind. Ja, mit den aktuellen Meldungen sind wir wieder pünktlich morgen am Freitag für Sie hier zur Stelle. Und klar würden wir uns freuen, wenn Sie dann wieder reinschalten. Übrigens, mehr von uns und das Ganze nochmal zum Anschauen finden Sie im Internet unter www.mef-lein.de. Ja, damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend, eine geruhsame Nacht. Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis morgen. Auf Wiedersehen.